Heute ist es exakt ein Jahr her. Am 13.04.2023 habe ich gestreamt und einen dummen Witz gemacht. Wir haben uns den Messeplan angeguckt und ich habe gesehen, dass D18 frei ist. Ich könnte auch einfach mal die Shisha-Messe fragen, ob ich D18 haben kann. So, ey, gib mal auch spontan hier noch Stand D18. Wäre doch vielleicht eine tolle Idee, wenn wir diesen Stand einfach mieten, uns da hinsetzen und Pfeife rauchen. Warte mal, ich schreibe mal dem Hamid direkt. Oh mein Gott, Hamid ruft an. Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Was geht ab? Sie sind auf Lautsprecher. Also, guck mal, wir haben noch einen Stand frei. Direkt am Eingang, F01. Ich glaube, da werden wir uns schon einig. Beach-Stühle kann ich sogar stellen. Also weißt du, die sponsere ich jetzt zusätzlich, uff, dass du da keine Ausgaben hast. Hello, 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 hello. Um den Stand zu... Hello, 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 hello. Und auf einmal hat mich Simulation angerufen. Hello, hello. Warum ruft mich jetzt der Alex an? Marvin, willst du Shishas für deinen Messestand? Wir würden dir für deinen Stand alle deine Shishas stellen, wenn du willst. Digga, es wird wirklich einen wunderschönen Marvin, guten Abend. Ja, also die Shishas, die werden ja schon mal gestellt. Das ist ja doch schon mal kein Problem für dich. Aino hat angerufen. Das ist doch jetzt nicht wahr, sag mal. Einen wunderschönen guten Abend, Mr. Aino. Guten Abend, wir sponsern sehr gerne für deinen Stand an den Tabak, also Aino Virginia und Aino Dark. Wir können auch sehr gerne euch mit Zauberwürfel versorgen, falls ihr Interesse habt. Ja, schönen Abend noch, ciao, ciao. Ciao. Onmo hat angerufen, du kriegst HMDs. Och nee, Digga. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr. Hello, und hello, ich würde auch selbstverständlich dann auch Onmo stellen dafür, ne? Ihr seid alle geisteskrank. Ich die neuen Onmo-Köpfe drauf, die dann zum Messe rauskommen. Ciao. Ciao. Freunde, ich hab Angst. Danke für dein Sagen. Here we go. Here we go. Auf dem Messestand. Ah! Safe, aber so oder. Hello, 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 hello. Egal, Simon. Das ist nicht übel. Ich komme eh nicht zum Reden. Und aus diesem dummen Witz ist tatsächlich ein Messestand entstanden. Oben haben wir uns den Stand so vorgestellt, dass wir zwei Zonen und noch eine kleine Fotoecke haben. Zone 1 ist unser Arbeitsbereich, wo wir sitzen, wo wir arbeiten, Köpfe machen, Pfeifen sauber und so weiter. Und die andere Zone, wo ihr sitzen könnt, damit das Ganze zu einer Pop-Up-Shisha-Bar auf der Messe wird. Und nachdem dann ein Team aus 27 SWG-Lern zusammengetrommelt wurde, die alle kostenlos über das komplette Wochenende geholfen haben, beziehungsweise nicht nur das Wochenende, weil der Aufbau ging sogar mittwochs los. Und dann war es Zeit und die Messe war am Start und ihr wart am Start und ihr musstet aber leider teilweise ein bisschen lange anstehen. Dafür auf jeden Fall nochmal sorry, aber mehr Platz hatten wir einfach nicht. Wer aber ein kleines bisschen Zeit zum Warten mitgebracht hat... Eine Stunde. Stimmt schon, eine Stunde? Eineinhalb Stunden. Stunde 20, Stunde 30. Der hat dann auch einen Platz bekommen und wurde zu seinem neuen Sitzplatz in unserer Pop-Up-Shisha-Bar gebracht. Und dann kam jemand aus unserem Human Satisfaction Team, also ein besonderer Name für Kellner. Aber unser Service-Team kam dann, hat dann die Bestellung aufgenommen, hat die Leute zu ihrem Platz gebracht und hat sich dann auch darum gekümmert, dass hinten die Pfeifen zubereitet werden. Und hinten hatten wir nicht irgendjemanden, der die Köpfe baut. Wir hatten den Ümit, der mir schon seit Jahren wundervolle Köpfchen im Omera zaubert. Und ich genau weiß, dass der Mann hervorragende Köpfchen baut. Und genau dann habe ich natürlich auch den Ümit gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, bei uns am Messestand wieder mit dabei zu sein als Hookermaster. Und Ümit hat gesagt, okay. Und da sind dann die Bestellungen hingegangen und dann haben die Jungs leckere Köpfchen gebaut. Und der Ümit hatte natürlich auch noch sehr gute Unterstützung, meistens vom Armin und vom Reinhold, die da auch fleißig mitgeholfen haben.
Und während die Jungs dann die Köpfe gebaut haben, hat das restliche Team oder einige aus dem restlichen Team auch schon die Pfeifen von Stimulation vorbereitet. Die mussten natürlich andauernd ready gehalten werden und dann noch ready gemacht werden, wenn da eine Bestellung reingekommen ist. Und es kamen viele Bestellungen rein. Und sobald dann die Shisha am Start war und das fertige Köpfchen am Start war, wurde das auch beides direkt verheiratet und angeraucht und dann kann die Pfeife auch schon rausgehen. Und sobald die angerauchte Pfeife bei euch dann am Start war, konntet ihr hoffentlich ein sehr, sehr leckeres Köpfchen bei uns genießen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da wart und wie der Stand für euch so war. Nachdem ihr dann die Pfeifen geraucht habt, wurden die von uns wieder abtransportiert, sind wieder hinter in unsere Shisha-Küche gekommen. Und da musste sich dann natürlich das Putzteam darum kümmern, dass alles wieder sauber wird. Pfeifen, Köpfe, HMDs, alles muss natürlich schön gereinigt werden. Und dann wird die Kohle entfernt, der HMD wird geschrubbt, der Kopf wird nochmal ordentlich geschrubbt, bevor das alles wieder schön zum Einsatz kommen kann. Und was natürlich für mich auch noch trotzdem auf dem Programm stand, war freitags das Messevideo zu drehen. Weil nur weil wir jetzt einen eigenen Stand haben mit SWG, heißt das natürlich nicht, dass der Content zu der Shisha-Messe fehlen darf. Also habe ich mir am Freitag für einige Stunden noch den Basti geschnappt, der als Kameramann dabei war, und den Ali geschnappt, der auch als Kameramann dabei war. Und dann sind wir in ganz normaler Messemanier mit Mikrofon und Kamera von Stand zu Stand gerannt und haben einen ganz normalen Rundgang über die Shisha-Messe gefilmt. Und auch wenn es die letzten Jahre schon ein Highlight war, dass ich viele von euch zum ersten Mal oder mal wieder oder endlich mal wieder auf der Messe treffen konnte, da hatten wir dieses Jahr die Meet and Greet Area, wo wir Fotos machen konnten, kurz quatschen konnten. Ich hätte mir auch sehr, sehr gerne mehr Zeit für jeden Einzelnen genommen, aber ich hatte dann immer auch den Zwiespalt, ich würde gerne auf dem Stand helfen, aber ich würde natürlich auch gerne jedem einmal Hallo sagen, der mir Hallo sagen will oder den ich schon aus dieser Streaming-Online-Welt kenne. Und das war ein ganz schöner Zwiespalt. Also es tut mir leid, wenn dann nicht jeder irgendwie die Zeit bekommen hat, die er gerne hätte und ich nicht jedem Hallo sagen konnte, wo ich es gerne getan hätte. Ich konnte mich da nicht zerreißen, ich habe versucht, da irgendwie das Maximum rauszuholen und mehr ging dann am Ende nicht. Ich bin innerlich tot, aber es ist schön. Und das Maximum rausholen wollte ich natürlich auch beim Arbeiten, weil am liebsten hätte ich alles gleichzeitig gemacht. Ich hätte gerne mit dem Image die Köpfe gebaut, ich hätte aber natürlich auch gerne die Reinigung übernommen, damit das einfacher läuft. Ich hätte gerne jeden Einzelnen zu seinem Stand gebracht, jedem eine Pfeife und einen Tabak empfohlen. Und dann am liebsten noch bei denen gesessen, mit denen geraucht, ein Foto gemacht und dann die Pfeife aber auch wieder zurückbringen und alles. Aber kann sich halt nicht zerreißen. Aber wir haben die Messe alle überlebt. Und die Messe haben wir auch zu einem großen Teil nur überlebt, dank den Sponsoren. Ohne die wäre das alles schon überhaupt gar nicht möglich gewesen. Der Support von allen möglichen Marken aus der Shisha-Szene war wirklich so krass am Start. Und da auch an der Stelle einfach nochmal ein riesen Dankeschön an jeden Sponsor, der damit am Start war. Ob er uns finanziell unterstützt hat oder mit Sachzeug, das wir auf der Messe benutzen konnten, oder sogar beides, ein großes Dankeschön, weil ohne euch wäre das genauso wenig möglich gewesen wie die SWGler, die mir alle noch geholfen haben. Und genau bei diesen 27 SWGlern will ich auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Ihr müsst euch mal überlegen, keiner von denen hat Bezahlung bekommen. Jeder hat dafür Urlaub genommen, hat seine Freizeit geopfert und hat sich da den Arsch aufgerissen, dass wir zusammen dann einen Messestand raushauen konnten. Und auch wenn die das oft auf dem Discord runterspielen, das ist geisteskrank. SWG-Stand ist sowieso alles cringe, Hauptsache wir haben Spaß. SWG-Launch, Messe-Launch, überall. Und ich glaube aber auch im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, wie geisteskrank uns als Team dieser Messestand zusammengeschweißt hat. Also in diesen 3 Tagen hat sich das angefühlt, als wäre unsere Freundschaft um 3 Jahre gereift. Und das war, ja, krank. Danke. Und wenn ihr jetzt
dieses Video guckt und euch denkt, fuck, wäre ich doch nur mal auf die Shisha-Messe gegangen und hätte ich auch mal ein Köpfchen bei Marvin geraucht oder wäre ich da früher hingegangen, damit ich nicht so lange hätte anstehen müssen und dann hatte ich keine Zeit mehr. Gute Nachrichten, Freunde. Das ist offiziell, SWG-Messestand geht in die zweite Runde, Freunde. Den F01 haben wir komplett abgerissen, den gibt's gar nicht mehr auf der Karte, aber der wurde durch den F02 ersetzt. Ist genau derselbe Stand. Wenn ihr reinkommt, links um die Ecke und dann kommen wir ganz hinten vor der Wand. Kommt vorbei, wir sind am Start. 26. bis 28. April in Frankfurt. Sichert euch eure Tickets, Freunde. Kommt vorbei, lasst zusammen eine leckere Pfeife auf der Shisha-Messe rauchen, weil darum geht's am Ende. Wir sehen uns auf der Messe, Freunde. Nice.